Also meine Erfahrungen sind durchwegs positiv gewesen. Der Schweiß ist extrem zurückgegangen und auch der Geschmack vom Schweiß ist praktisch nicht mehr vorhanden gewesen. Ja, also grundsätzlich ist Schmiererei für jeden Mann geeignet. Aber was mir gefällt, sind halt meine Leute, die beruflich viel Hemmli tragen und sich daran stören, dass nach ein paar Minuten die Hemmli schon nasse Flecken haben. Männer, die im Außendienst arbeiten, die sich auch stören, dass sie mehrmals täglich entweder das Hemmli oder das T-Shirt wechseln, weil sie halt auch von den Temperaturschwankungen so ausgesetzt sind. Dann natürlich auch Herren, die vor viel Publikum stehen müssen, wie Lehrer, Dozenten, Leute, die viele Präsentationen machen, die sich halt auch daran steuern, dass wenn es wirklich losgeht und die Nervosität steigt oder der Stresspegel steigt, halt sofort nasse Flecken sichtbar sind. Oder unter anderem auch, dass man kurz nachdem man geduscht hat, ins Auto gestiegen ist, im Geschäft angekommen ist, schon bereits die Nässe und der Geruch vor allem auch da ist. Und für das ist natürlich Mirarei eine perfekte Lösung. Es kann wirklich helfen, schon mit einer Behandlung den Schweiß und Nässe stark oder ganz zu reduzieren, sowie auch den Geruch. Und pro Behandlung kann man 50% sogar vom Haarwachstum reduzieren. Grundsätzlich mache ich meistens Miradry nur einmal, weil schon bei einer Behandlung kann man 70-80% der Schweiß- und Luftdrüsen wirklich lebenslänglich eliminieren.